Charlie, Ali, 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 oh. BVB 09. So, es geht jetzt los nach Dortmund. Wir sind da am Bahnhof in Mülheim, Leute. Es geht los, Derby Time. Der BVB, unser ganzes Leben, unser ganzer Stolz. Wir sind jetzt angekommen, Dortmund. Wir sind da, Leute. Dortmund gegen Schalke, Mann. Ich kann nicht kommen. Revier Derby. Junge, seit 2 Jahren ohne Fans. Und heute das erste Mal mit Fans. Wir sind heute beim Revierderby am Start, Leute. Das letzte Spiel hat Borussia Dortmund gegen Schalke 04 4:0 gewonnen. Und heute wird das genau das gleiche passieren. Junge, also die Stimmung ist schon geisteskrank und ich habe hier einen Pickel. Oder ich habe überall Pickel bekommen. Ich Vor Stress in dem Spiel. Man merkt, Digga, es ist geisteskrank. Man merkt, es ist ein anderes Leute. Feeling. Es ist ja, ein anderes normal. Feeling, Leute. Digga, auf dem Zug ging es voll ab. Ich bin so hyped heute. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich würde mal sagen, was ist dein Tipp für heute? Komm schon, erzähl mal. Ja, was ist dein Tipp? Sag mal. Bruder, ich hoffe, dass wir das heute 3:0 gewinnen. Ich will mindestens halb so auf den halben Weg ankommen, wie das beim letzten Spiel war. Und wenn wir so spielen, wie wir gegen City gespielt haben, wird das ein 5-6-0. Digga, es wird heute ein geiles Spiel. Safe, 100%. Wenn das kein geiles Spiel wird, weiß ich auch nicht. Und bevor wir das Video starten natürlich, Leute, abonniert gerne unseren Kanal, like dieses Video. Und ich würde mal sagen, wie viele Likes machen wir auf dem Video, Richard? Keine Ahnung, wie viele das Video sehen werden. Macht einfach die Likes voll. Es ist fast 2 Stunden vor Anpfiff und es ist schon, Digga, es ist komplett voll. Hier ist eine richtig geile Stimme, man merkt es. Wir haben jetzt 13:40 Uhr, wir gehen jetzt in die VIP-Lounge rein, Leute. Wir gehen jetzt auch direkt rein. Ich bin gehypt, Junge, es geht los. Hunger und Durst zugleich. Ah ja, ich auch. An alle, die sich fragen, wie wir immer in die VIP-Lounge kommen, ganz einfach, dank der App PlayTFC, dank dem Team von PlayTFC. Und ja, Leute, Links in der Videobeschreibung. So, da ist unser Eingang. Da stehen immer Männer mit Anzügen da. Junge, wir sind da. Derby, Junge. Ey, wir waren lange nicht mehr hier, ne? Wegen Auswärtsspiel. 2 Wochen, glaube ich. Ja. Warte lange, oder so. Ist doch lange. Komm. Mach wir auf. Gehen in den Goat Club rein. So, das sind unsere heutigen Plätze. Hier werden wir sitzen und hier wird das Derby sein, Junge. Da ist schon die Süd. Boah, es sind schon voll viele hier. 2 Stunden vor Anpfiff. Und ein paar Schalke-Fans. So sieht das heutige Buffet aus. Kartoffeln, keine Ahnung, was das ist. So sieht's aus. Hier sind immer irgendwelche Sachen. Ich hab voll Hunger, Alter. Wir essen jetzt nochmal hier. Wir haben heute noch nichts gegessen. Heute sieht das Essen mal wirklich geil aus. Ja, sieht gut aus. Heute ist ein besonderer Spieltag, nicht allein deswegen, dass es heute ein Derby ist, sondern Bayern und Dortmund müssen Punkte holen und beide haben ein Derby. Dortmund gegen Schalke, Auszug gegen Bayern. Beide haben aktuell 12 Punkte. Ich blende hier ein, die Tabelle. Beide müssen gewinnen. Wisst ihr, was ich vollkommen nicht verstehen kann? Warum ist Gladbach gegen Leipzig ein Topspiel, aber das Derby Borussia Dortmund gegen Schalke nicht? Das kommt in meinen Kopf nicht rein. Wir sind natürlich dank The Football Club hier, ganz einfach Leute. The Football Club ist eine App, die du dir herunterladen kannst im Play Store oder im Google Store und dort erstellst du deinen eigenen Charakter. Nachdem du dir deinen Charakter erstellt hast, kannst du ganz gechillt einfach Challenges mitspielen, wo du deine beste 11 oder 10 aufstellst gegen, bei den Bundesligaspielen. Zum Beispiel jetzt heute spielt Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04. Du stellst deine besten Spieler auf, wo du denkst, dass sie am besten performen. Und wenn du dann gut performt hast mit deinen Spielern, kommst du in dein Ranking rein. Und desto höher du bist, desto bessere Preise gewinnst du. Wie zum Beispiel hier in der VIP-Lounge zu sein. Wenn du auch beim Gold Club landen willst, lade die App herunter. Ersten Link in der Videobeschreibung. Junge, es geht los! Junge, was eine Stimmung! Eine Stunde vor Anpfiff! Ich kann meine eigene Stimme nicht schauen. Du willst das sehen, Mann! Da kommen irgendwelche Leute rein, das sind nicht mal die Spieler, es wird schon gepfiffen. Ich habe heute meinen Tipp noch nicht gesagt, ich glaube, es fallen heute mindestens 5 Tore. Also heute mindestens muss fünf ein geistkrankes Derby am Start sein. Man muss aber auch sagen, dass wir einfach ganz klar überlegen sind von dem Kader gegenüber Schalke. Es werden mehr und mehr Schalke-Fans. Dort oben sitzen sie auch und hier unten auch. Die Spieler kommen jetzt zum Aufwärmen rein. Nicht mehr lange, noch eine halbe Stunde. So Leute, die Aufstellung ist jetzt draußen. Wir spielen wieder mit der 4-2-3-1. Linksverteidiger Wolf, linker Innenverteidiger Schlotterbeck und Hummels, Rechtsverteidiger Mai Meunier. Im Tor ist wieder Meier, weil Jakobel verletzt ist. Als Sechser haben wir dann Özcan und Bellingham. Meine Favoriten zurzeit. Die Rechtsmittelfeld Julian Brandt, Mitte
Marco Reus, links Daniel Malen und im Sturm Anthony Modest, Leute. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Es ist jetzt soweit, das Derby fängt jetzt an. Da kommen jetzt die Spieler rein. Let's go. Geht los. Scheiße. Junge. Was ist denn los, Junge? Ja. Junge. Junge, wie krass sieht das aus? Alter, guckt euch diese Luft an. Katastrophe. Termin hier! Oh! Ja! Ja, was? Alter! Ja! Große Chance! Große Chance! Oh, daneben! Schlag Chance! Es geht geil los! Aber abseits, egal, weiter geht's, komm! 100%iges Foul! Der hat absolut Ball getroffen, aber egal. Ne, Bruder, was tippst du heute? 3-1. Wer schießt die Tore? Sag. Maren macht 1, Modest macht 1, Adeline kommt rein, macht den Tor. So soll es sein. Let's go, let's go. Nächste Flanke. Digga, ihr könnt keine Flanken mehr kriegen. Sinan, was ist deine Meinung zu Julian Brandts Flanken? Was macht er für Flanken? Suboptimale Flanken. Was ein Wortschatz, Alter. Hab schon nichts. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war doch faul. Es wird gerade überprüft, ob es Abseits war oder nicht. Aber ich hoffe, es war Abseits, aber ich glaube nicht. War Abseits. Es geht weiter. Und zwar ist eine rote Karte. Die Ultras von Schalke sind einfach 15 Minuten später erst reingekommen. Keine Ahnung. Hier kommt die Pyro-Show von Schalke. Und jetzt kommt der Marco Reus, der liegt am Boden. Ich weiß schon, dass ich das nicht über Bein hält. Sieht aber sehr schlimm aus. Sieht sehr, sehr schlecht aus für Reus. Das macht mich gerade immer mal traurig. Ich weiß nicht, er wird jetzt mit der Krake rausgebracht. Wahrscheinlich wie er mit Schuss. Gute Beste. Und noch bitter zurück, ich glaube an ihn. Da ist er! Ja. Oh mein Gott! Wie hat er den gehalten? Wie hat er den gehalten? Das kann nicht sein! Ich dachte, dass das 1-0 ist! Was hält er denn? Komm weiter! Jude Bellingham, 180 Millionen weniger, nicht mir egal. Dieser Typ hier ist auf jeden Fall kein Held. Der ist genauso ein Psychopath wie in seinen Videos. Der Ball geschwitzt, was soll das denn sein? Also die erste Halbzeit ist fast vorbei. Noch 3 Minuten. Ja! Oh! Schade, sehr schön gemacht. Komm, schade, alle, VW! Modest mit der gelben Karte, die zweite gelbe Karte schon im Spiel. Heute fällt auch noch eine rote, vertraut mir. Der erste Freistoß zu Schalke. Geht vorbei. Halbzeit, es geht mit dem 0-0-Stand in die erste Halbzeit. Weiter so, Dortmund, komm, let's go, das war's drinne. Wir sind jetzt in der Halbzeitpause, was ist das? Schmeckt nicht? Falafel, was ist das denn? Was ist das? Falafel. So sieht's hier aus. Was ist das? Weißt du, was das ist? Dann haben wir noch Currywurst hier. Wir haben hier einen Fußball gefunden. Komm, Sinan, wer kann mehr hochhalten? Du, wer denn sonst, Alter? Tu nicht so. Komm, zeig. Wie viel waren das? Warum zählt das nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Ey, du bist dazwischen gewesen. Ja, was darfst du? Naja, komm, zeig, was du drauf hast. Ja, ey! Auch nur 4. Der Arme! Warte, das ist eine Vorführ-Fake. Ja, die zweite Halbzeit geht jetzt los. Jetzt müssen Tore fallen. Gut! Gefährlich! Ja! Digga, komm, weiter geht's, Mann! Let's go! Zwei Frischus nebeneinander jetzt! Oh, Digga!
und der dritte Zuschauer. Julia Brandt macht keine Ecke, ich glaube es nicht. Marlen ist dran. Der Ball ist noch heiß. Hink ihn rein. Ja. Mit Außenriss. Oh. Ja. Komm, jetzt rüber. Das kann nicht sein, kann nicht sein. Und es wird ausgewechselt. Und es kommt raus. Und Kuku kommt raus. Kuku! Oh, was? Der muss er doch reinmachen. Der muss reingehen. Fünf Sterne Report. Schieß doch mal! Schieß doch mal! Schieß doch mal! Schieß doch! Das wird ein Tor, das wird ein Tor, das wird ein Tor. Zurück und Schuss. Junge, Julian, du kannst keine Ecke. Ah, sorry, ich hab vergessen, dass Julian Brandt die Ecke gemacht hat. Ja, das war ein Freistoß sogar. Ja! Ja! Noch 7 Minuten zu spielen. Noch weiter kämpfen und siegen. Machen die noch ein Tor. Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei. Scheiße, es sind vier. 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 Er hat doch voll die Eier. Digga, der hat echt Eier. Der hat voll die Eier, der hat viel Respekt. Minuten jetzt! So soll das aussehen! Die letzten Minuten, einfach nur noch aushalten. Ne? Komm, einfach nur noch 1 zu 0 und gutes Derby ist hinter, Derby ist hinter, hey! Wenn ihr geht! Oh, guck auf einmal Kopfballbiss geworden, was macht mit dem? Der macht. Ja, der kann Kopfwelle! Der kann Kopfwelle! Es ist vorbei! Ja! Es ist vorbei! Schluss aus Ende! Moukoko rettet Dortmund den Arsch! Mit seinem Traumtor, mit seinem Traumkopfballtor! Oh mein Gott, Leute, Junge, fix und fertig. Wie geht's dir? Ich glaube, das ist dein bester Tag im Leben, das oder? Das ist mein bester Tag! Thank you.
Schönen Abend. Genießt es. Geil. Danke. Okay. Ja? Verständlich. Sinan, wie war es für sich, Edin Terzic gerade zu treffen? Ist schon ein hübscher Kerl, ja. Nein, Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe das auch in meinem letzten TikTok gesagt. Für mich ist das der beste Trainer, den Dortmund bis jetzt hatte. Auch wenn mir sehr viele widersprechen werden, den Jürgen. Aber bei ihm habe ich nicht so viel miterlebt wie bei ihm. Man sieht einfach, dass er diesen Verein lebt, dass er diesen Verein liebt. Und ich liebe ihn auch, ist ja einfach Fakt. Sinan sagt zu mir, ich liebe ihn. Wie soll ich denn das sagen? Ja, ja, weil ich guck seine Haare, er geht doch so, der macht doch so seine Haare. Ich so, Bruder, du hast schöne Haare. Du hast schöne Haare. Du hast einfach verliebt. Ich hab mich verliebt, du sahst ja Adonis. Es sind zwar keine 5 Tore gefallen, aber es war trotzdem ein geisteskrankes Spiel. Wie fandest du es? In meinen Augen war das das erste Spiel, wo ich im Stadion komplett abgegangen bin, 100% selber gegeben habe. In meinen Augen war das ein geiles Spiel, hätten mehr Tore fallen müssen. Wir sind sehr oft über Flanken gegangen. Und das Krasse von allen ist, wir nehmen den Kopfballstärksten raus, tun einen Moukoko rein und der macht das, was der Kopfballstärkste machen soll. Digga, ich hätte niemals gedacht, dass Moukoko Kopfballstark ist. Digga, auf einmal aber ein schönes Kopfball. Ja. In dem Sinne, Leute, abonniert unseren Kanal, liked dieses Video. Wie viel Likes machen wir? 1000? Boah, keine Ahnung, ich will nichts mehr sagen. Ich will nichts und Derby, Digga, ihr müsst rasieren, 1000 Likes müsst ihr machen. Wie? Egal, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und... Boah, du Scheiße, Alter! Richtig bequem hier! Ah, ich hab's Splitter im Arsch!